Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass wir die Regale ein bisschen umordnen müssen. Aufgabenliste bitte tanken. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, oder auch in den letzten zwei, was ist jetzt? Achso. Okay. Dass unsere Reinigungskraft immer in der Eistruhe hängen bleibt. Oh. Ich hab dir die Zeitung geschenkt, tut mir leid. Wieder Minuspunkte, ich weiß, aber irgendwie hat er die Zeitung gerade nicht festgehalten. Hop ist einfach zu klein. Halt die Klappe. Geh weg. Weg. Oh, da will aber eine hier. Will aber hier eine? Oh, hier, der hat aber eine. Gut vor Autopflege. Ja, amazing. Ich weiß, ne? Ist das schön? Für Autopflege macht er. Oh, hier werden Kuscheltiere für die Kiddies gekauft. Oh, super. Ja. Ja, Kiddies. Kiddies oder fast schon Enkel. Weiter im Text, zwei Zeitschriften. Alles klar. Ja, die gehen auch wie sonst was. Hast du was vergessen? Hast du was vergessen? Ja. Okay, alles klar, läuft. Dim. Gleich bei dir. Meine Reinigungskraft, die ist ein bisschen durch den Wind. Will unbedingt unter der Eistruhe, will die sauber machen und deswegen. Aber ihr kriegt die Eistruhe nicht halt alleine weg, deswegen muss ich hier mal ein bisschen aufräumen. Ach so, das war's. Okay. In das andere Regal. Gib mir den Zeiger. Mach ich jetzt weg. So. Okay, die. Oh, die müssen wir erst nochmal leer kaufen. Leer verkaufen. Ach nee, warte mal. Muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Wenn ich die abreiße, sind die Waren wieder in meinem Inventar. Im Lager, sofern da Platz ist. Oder? Ja doch, war ja vorhin so. Also, für mich vorhin, für euch in der letzten Folge, habe ich es ja gesehen. Good job, ja, ich weiß. Hallo. Renovieren und umgestalten würde ich am liebsten die Tankstelle zumachen. Ja. Gern so eine größere, so eine kleine, eine etwas größere Greifhand, nicht nur so die Maus da. Seht ihr das? Gib her jetzt. Bin da, geht gleich. So. I was worried we'd be stranded. Ach Quatsch. Müll weg. Aber hier ist ja schon wieder ein bisschen. Wo ich meiner anderen Arbeit gar nicht hinterher. Dann ruht er sich noch aus. Okay, er ist fast komplett ausgeruht. Okay, das finde ich. Weil dann kann er das machen, während ich.
Während ich umgestalte und umdekoriere. Hallo? Hallo? Oh, Wein- und Autopolitur. Mm. Ich weiß. Aber ich bin langsam. Hier stapeln sich die Leute. Was ist da los? Und mit diesen 6 kleinen Regalen bin ich auch schon wieder von weg. Wir nehmen, glaube ich, 2 große einfach. Das müsste auch reichen. So wie bei den Eistruhen. Wir nehmen 2 große und was weiß ich, ins linke große kommen die ersten 3 Produkte und in das rechte kommt der Rest. War knapp. Ja, oh, also wenn es da rausfliegt aus dem Korb ist, da kann ich dann, da bin ich nicht schuld. Okay, so, dich machen wir jetzt noch und dann gehe ich den Kollegen da hinten bezahlen. Hallo, da rein. Und, wann soll der das hier machen? Ja, ich weiß. So, jetzt gehe ich den Kollegen bezahlen. Der soll mal die 4 an der Kasse da bedienen. Puh. So ein bisschen. Erstmal die Kohle und dann bediene die Kasse. So, ne? Muss ja. Muss ihnen jetzt hier mal eine Prämie zahlen. Weil einfach. Ist er schon weg? Ey, du Lümmel! Natürlich, hier hockt er. Kann ja wohl nicht wahr sein. Zahlen, Prämie zahlen, ausgeruht, Aufgaben, Autos reparieren. So, tschüss. Weil, dann kann ich nämlich jetzt in Ruhe mal die Tankstelle sauber machen. Die sieht nämlich aus wie Sau. Und die Regale umräumen. Dreckschweine. Wieder stinkt. Auch kurz davor gewesen, ne? Und jetzt wuseln wir mit dem Besen da drin rum. Jetzt stellt euch mal vor, dieser Lausebengel, dieser Dennis, wäre noch aktiv. Ja, ich meine, der ist ja aus, aber stellt euch mal vor, der wäre noch aktiv. Der würde dann auch noch alle paar Minuten hier aufkreuzen und irgendeinen Schabernack treiben. Ne? Puh, so, Tankstelle sauber. Tankstelle sauber. Jetzt, okay, ich habe genug Platz im Lager. Komme ich durch? Sauber.
Ist halt so. Platz vom Zigarettenregal wird noch beansprucht. Aber jetzt könnte ich dem anderen auch sagen, er soll hier aufräumen. Probieren wir jetzt mal aus, ob der immer noch da hinläuft oder nicht. Hey, wenn du mich jetzt noch einmal anhubst, rast dich aus hier! Ich sag dir's! Da habe ich ihn. Okay, Aufgabenliste. Tankstelle reinigen. Und wir hätten 20.000 Euronen oder Dollar. 20.000 Dollar haben wir. Stellen das Ding mal dahin. Zeitungsregal stellen wir mal. Hier hin. Mit Zeitungen befüllt. Frage, wenn wir hier hinstellen. Ich glaube, mit dem Mausrad wäre es ein Ticken genauer. So. Ja, das passt doch. Genau, das passt doch. Dann können wir hier Essen hinstellen. Jetzt habe ich Newspaper dahingestellt. Ich wollte da eigentlich Dings hinstellen. Getränke. Okay. Muss ich mir jetzt noch mal ganz kurz noch mal. Ne, hier können wir, da können wir essen. Das Essen können wir hier lassen. Da ist dieses kleine Ding hier. Da gibt es aber auch ein großes davon. Geschenke und Tiere lassen wir so. Das Brillending könnten wir hier hinstellen. Denke hier rein. Ja, auch noch jede Menge Platz, ne? Also mal gucken. Zeit anordnen. Nochmal, jetzt stellen. Kraftstoff haben wir noch 47%, okay. Was ist denn drüben? Was fehlt denn drüben? Dann machen wir erstmal Stellung für drüben fertig. Hier. Öl haben wir noch. Noch? Kratzer, Zündkerzen. Reifen. Kratzerentfernung brauchen wir. Warte, wieder etwas günstig. Ich mache wieder diese 54, damit ich das Regal voll kriege. Wasserentferner sind auch günstig. Einigermaßen. Spiegel haben wir noch. Öl haben wir noch. Batterien. Da mach ich aber. Kerzen haben wir noch. Und Kühlmittel brauchen wir. Oh, da. So, mit 30 Stück. So, dann sind das 6500.
noch 15.000. Aua. So. Ich will mal pinseln. Haben wir direkt alle. So. Warte, dann gib mir die da nochmal. Dann brauche ich nämlich noch mal ein kleines Autoregal. Hier noch reinpasst, hoffe ich. Nichts nicht gestrichen. Ach, ich krieg's gestrichen. Pack das Regal ein. Stell's wieder hin. No, no, no. Was? No, no, no. Hey, bleib geschmeidig da hinten, sonst komm ich gleich. Zieh Rolle durchs Gesicht. Das Game wird immer stranger. That'll do. Ja, gut. Alarm arbeiten, bis auf den, der tankt. Oh, bis auf den, der tankt. Das sehe ich eben gerade. Kundan Kraftstoff, 3 Stück. Ich komme, ich komme. Er slidet wieder mit seinen Hover. Thank you. Ja, bitte, bitte. That'll do it. Voll. I owe you one. Mhm. So. Tankungen hätten wir abgeschlossen. Dann füllen wir hier gerade. Aber es ist egal. Wir haben ja dann halt noch ein paar auf Ersatz. Das ist kein Thema. Ich weiß nicht, ob das hier als einzelnes Ding zählt und er dann vielleicht kann. Spiel mir. Voll. Worauf wollte ich? Ich wollte sagen, dass ich weiß nicht, ob jede Werkstatt die Materialien, ob er das teilt. Oder weil hier früher eine Wand drin war, dass er sagt, das, was hier in Regalen drin steht, wird hier benutzt und das, was in den Regalen steht, wird hier benutzt. Das weiß ich halt nicht, ne? Batterien haben wir keine mehr. Reifen habe ich da. Parkplugs haben wir da. Eins. Naja. Ah, sauber. Schön. Da haben wir auch noch jede Menge. Ja. Naja, das passt jetzt erstmal. Haben wir da drüben alles aufgefüllt? How much do I owe you? Great. So, dann würde ich nämlich noch ein großes, ein kleines Air bestellen. Autopflege. Mal gucken, ob das da reinpasst.
Mega da reinpasst. Arcare, Carcare, genau. So. Er steht schon wieder so verdächtig da blöd rum. Was will er denn an den Eistrum? Ach nee, es ist sauber, er hat nichts zu tun. Ah, okay. Wenn der wieder an den Eistrum jetzt da kleben bleibt, dann ist aber was los, du. Was denn hier? Zeit für das UFO. Zeit für das UFO. Es tut mir leid. Für das UFO. Jawohl. So. Die steht quer in der Tankstelle, in der Werkstatt. Wie soll ich die denn da rauskriegen? Allerdings sind jetzt alle weg, ne? Aber okay. Mit Leben. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Doch, war richtig. Den da will ich streichen noch schnell. So wird das doch. So wird's doch. Getränke haben wir jede Menge. Futter, Dings. Mit dem Zeitungsstand, das gefällt mir noch nicht so. Ja. Ehrlich zu, gefällt mir noch nicht so. Oh, ich habe keine Probleme. Unbedingt. Sprit müssen wir nochmal bestellen, den ordere ich direkt, während ich Leute bezahle. Ah, 2,3, ey. Willst du mich natzen, ey? Bei 21, ne? Allerdings. Werkstatt jetzt fast alle Regale voll. UFO gesehen, oder was ist los? Warum stehen die hier alle? Warum stehen die da alle? Und in der Werkstatt, das kriegt. Reifen, Tür, Spiegel. Reifen. Ja, zack. Spiegel haben wir auf der Seite, glaube ich, nicht mehr, gell? Müssen wir auf die andere Seite gehen, hinter mir.
Ja, irre ich mich da. Ja. Machen das Auto fertig? Keiner? Hier? Ich weiß. Dann würde ich sagen, wir schon mal. Laufen? Das läuft nämlich. How much do I owe you? Good job. Ich weiß, dass das. Thanks. So. Oh, jetzt wird's aber heftig. Wir wollen alle an die Kasse. Es tut mir leid. Natürlich. Ich möchte ein Auto hier drin haben, wo kein Reifen kaputt ist. Nur eins. Boah, das Auto dauert. Auto dauert. Mir die Jungs holen, es tut mir leid. Da muss ich mir jetzt echt die Jungs holen hier. Ja, du musst leider. Du musst. Gehen. Ist so, es tut mir leid. Guckt mal, 9 Leute an der Kasse, das geht überhaupt nicht. Ja, also das geht überhaupt nicht. Und das schon wieder ein Auto, das kann doch nicht wahr sein. Das nächste. Ich glaube, das überlappt gerade. Hektisch. Waschi, wischi, waschi, komm. Zack, zack, zack. So, jetzt nehmen wir das Spiegelglas. Jetzt können wir mich. Auch ein Spiegel, gell? Jung, was hast du mit deinem Auto gemacht? Mädel. Also nicht Junge, Mädel. Was hast du mit deinem Auto gemacht? Jetzt, wo ich meinen Reifen wollte. Oh, Entschuldigung. Echt heftig, was die hier alles kaputt gemacht hat an dem Auto. Richtig heftig. Noch? Ja, Blondie. Na? Ganz schön umgesaut mit der Kiste. Na? Also. Reifen. Ja, war ja klar. Sag noch, jo, dir auch. Tschüss. Kommt da gerade. Ich weiß nicht, zu wem er es gesagt hat, aber.
Wasser, Spiegel. Ruhen die sich da oben nicht, hier nicht aus oder was ist los? Maus hat eben gehangen. Sag doch, die stirbt. Ich weiß nicht, ob die sich da hinten nicht ausruhen. Hier der unsere Reinigungskraft, der alte Knacki, der ist. Ich weiß nicht. Alter Knacker. So, ich hoffe, ihr müsst jetzt alle auf Toilette. Oh Gott, der Partybus kommt. Partybus kommt. Aber den machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Nee, bleibt mal hier. Ahnung. Game hier. Programmliste. Bediene die Kasse. Oh, ist gar nicht weglaufen. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr Ideen habt zur Tankstellengestaltung, sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Lasst mich wissen. Ja. Dann machen wir das. Meinst du gerade noch ein bisschen schnell rein? Mach dann einen Cut und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund. Danke. Bleibt gesund, haltet euch fit und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.